Game Changers, der Film. Eine Dokumentation über die vegane Lebensweise hat in den letzten Wochen für große, ja, Aufmerksamkeit auf jeden Fall gesorgt. Und nachdem mich viele Zuschauer und Zuhörer gebeten haben, auch eine Stellungnahme dazu zu machen, habe ich das jetzt hiermit vor. Sagen, auch vor mir haben sich jetzt schon viele, viele gute Leute mit dem Thema jetzt beschäftigt. Das heißt, ich habe mich da natürlich schon auch ein bisschen auf die Arbeit von anderen stützen können. Ganz besonders möchte ich hier hervorheben das Interview zwischen Joe Rogan und Chris Kresser, sowie auch Sean Baker, der eine sehr ausführliche Stellungnahme zu Game Changers gemacht hat. Und dann gibt es noch die Food Lies Seite, die sich die Mühe gemacht haben und eine kleine Gegendokumentation erstellt haben mit wirklich kleinem Budget, aber sehr, sehr gut geworden. Also zum Film Game Changers, was ist es, worum geht's? Es ist eine Dokumentation und ich möchte das ganz bewusst unter Anführungszeichen setzen. Denn es hat einfach den Anschein einer Dokumentation, es ist aber ein Propagandafilm, der die Vorteile einer vegetarisch, eher als einer veganen Lebensweise darstellen soll auf verschiedensten Ebenen. Es werden dabei Experten und auch Ärzte und Prominente interviewt, die in diesem Film ihre Meinung zu dem Thema wiedergeben. Natürlich pro-vegane Sportler und Ziel ist es, nicht nur zu zeigen, dass es möglich ist, sich vegan zu ernähren und da auch gesund zu bleiben, sondern es wird suggeriert, dass es irgendwie überlegen wäre, dass eine pflanzliche Ernährung einer omnivoren Ernährung überlegen ist, zu besseren Ergebnissen führt, auch was sportliche Leistung betrifft. Vielleicht noch ein paar Hinweise, ja, bevor wir einfach mit dem Debunking starten. Es gibt halt einfach extrem viele Mythen, Missverständnisse zu dem ganzen Thema. Und was mich einfach ärgert, ist, wenn Meinungen als Fakten dargestellt werden. Und es ist okay, dass es natürlich verschiedenste Ansätze gibt und es gibt einfach viele Mythen, Missverständnisse zu dem Thema. Ernährung ist einfach auch irgendwie ein sehr, sehr persönliches und sehr intimes Thema irgendwo. Wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Vielleicht ist es auch deswegen so emotional. Aber umso wichtiger ist es, dass wir Meinungen von Fakten trennen, dass wir rigoros Glauben von Wissenschaft trennen. Weil nur so werden wir in der Gesellschaft weiterkommen. Das ist einfach wichtig. Ziel dieses Videos ist es nicht, sich über Menschen lustig zu machen, die sich aus religiösen oder spirituellen Gründen für eine vegane Lebensweise entscheiden. Das möchte ich einfach ganz klar natürlich sagen. Ich habe selbst 10 Jahre vegetarisch gelebt. Ich bin absolut gegen Massentierhaltung, aber ich denke, es gibt nicht nur zwei Extreme, entweder vegan oder Massentierhaltung, sondern wir haben auch was dazwischen. Ja, ich bin für artgerechte Tierhaltung, nachhaltige Landwirtschaft und ich glaube, dass das nur über eine nachhaltige und holistische Landwirtschaft im Endeffekt das Klima und auch die Erde zu retten ist. Nun ein paar Worte noch zum Film generell. Produzent ist oder einer der Produzenten ist James Cameron, bekannt durch Filme wie Titanic oder auch Terminator, also ein sehr, sehr talentierter und guter Regisseur und Produzent. Das kommt dem Film natürlich zugute, das ist klar. Der Film wurde im Laufe von 5 Jahren gemacht, also relativ lang. Groß unterstützt durch diverse Celebrities und unter anderem Arnold Schwarzenegger. Und vielleicht sollte man auch erwähnen, dass James Cameron nicht rein altruistisch
seine Zeit investiert in so ein Projekt, sondern er auch finanzielle und auch recht große finanzielle Interessen hat. Er ist mit 140 Millionen Dollar Investment in einem Erbsenproteinhersteller investiert und das sollte man vielleicht auch erwähnen. Ich meine, es ist kein Verbrechen, auch daran zu verdienen, natürlich, aber nur, dass man das einfach in Kontext setzt und sich dessen einfach bewusst ist. Ich werde in den nächsten paar Slides jetzt einfach auf die größten Missverständnisse und wirkliche Falschinformationen eingehen, die in dem Film vorkommen. Ich habe mich jetzt auf ein paar wenige Punkte beschränkt, um das nicht unendlich lang zu machen. Wie gesagt, für richtig tiefgehende Informationen und tiefe Diskussionen zu dem Thema kann ich euch nur noch mal das Interview von Joe Rogan und Chris Kresser ans Herz legen. Und jetzt starten wir mal los. Also der Film Game Changers vermischt einige, ja, richtige Dinge, natürlich richtige Aussagen mit sehr viel Pseudoscience bis hin zu wirklich absoluten Falschaussagen, die auch, finde ich, einfach gefährlich und ja, einfach missinformierend sind. Und somit wollen wir uns jetzt mal mit dem, sowohl möchte ich jetzt über das erste Thema sprechen, und zwar, wie schaut es aus mit veganer Ernährung für Athleten? Die Prämisse ist natürlich, die Grundaussage kann sein, ist es möglich, leistungsfähig und ja, ein erfolgreicher Sportler zu sein, auch wenn ich mich vegan ernähre. Das ist sozusagen die eine Aussage, aber der Film treibt es noch ein bisschen weiter und suggeriert dann, dass es sogar dass vegane Sportler den omnivor lebenden Sportlern in irgendeiner Weise überlegen wären. Und vielleicht sollte man eines vorab sagen: Alle Sportler, die in dieser Dokumentation erwähnt werden, die haben sich natürlich nicht von Anfang an vegan ernährt, sondern die haben sich omnivor ernährt und sind erst später in ihrer Karriere zu Vegetariern oder Veganern geworden. Das heißt, eigentlich fast alle Sportler, die sie erwähnen, haben ihre Kraft, ihre Schnelligkeit, ihre Explosivität, ihre Muskeln, ihre Masse unter einer omnivoren Ernährung aufgebaut und sind dann auf vegan oder vegetarisch gewechselt und haben es dann geschafft, teilweise möchte ich hier vorausschicken, ihre Leistung zu halten. Aber was auch auffällig ist, dass viele von den Sportlern, die sie zitieren, eher gegen Ende ihrer Karriere zu vegan gewechselt sind. Und dann waren sie etwa noch so 2 bis 3 Jahre aktiv und sind dann also haben dann die Karriere beendet. Viele aufgrund von Verletzungen, wiederkehrenden Verletzungen und fehlender Regeneration, wie man nachlesen kann. Eine andere sehr, ja, wie soll ich sagen, eine andere Taktik, die in dem Film verwendet wird, ich finde eine sehr unehrliche Taktik ist, dass grundsätzlich von plant-based gesprochen wird, also pflanzenbasiert, und dann ein Athlet als plant-based Athlet vorgestellt wird. Wenn man dann nachliest, sieht man aber, dass diese Person nicht Veganer ist, sondern Vegetarier, das heißt meistens große Mengen an Eier, Fisch oder Milchprodukte zu sich nehmen. Ja? Und hier wird einfach mit Worten, ja, mit Worten sehr manipulativ umgegangen, was äußerst unehrlich ist. Ein paar Worte zu den einzelnen Sportlern, die erwähnt werden. Gleich am Anfang kommt ein Kampf, ein UFC-Athlet vor, und zwar Conor McGregor und der Kampf gegen Nate Diaz. Und Conor McGregor ist ein Fleischesser und Nate Diaz ist
kein Veganer, sondern er isst Fisch. Also er ist ein Vegetarier, wird aber so verkauft, dass er ein Veganer ist. Und das wird sehr dramatisch aufgebaut. Conor McGregor kämpft gegen Nate Diaz und Nate Diaz besiegt Conor McGregor. Super. Was auch immer das zeigen mag, was sie verschweigen ist, dass Conor McGregor in zwei Gewichtsklassen ein Champion ist und hier und dieser Kampf relativ kurzfristig angesagt worden ist, also nur 3 Wochen vorher, weil der ursprüngliche Gegner von Nate Diaz ausgefallen ist. Und das mag jetzt vielleicht zum Beispiel ein Grund sein. Eine Sache ist auch, dass in einem wenige Wochen später stattfindenden Gegenkampf dann Conor McGregor gewonnen hat und nicht Nate Diaz. Ja, wie gesagt, ich finde dieses Argument sowieso obsolet, aber natürlich wunderbar aufgebaut, sehr ja, dramatisch und für Filmzwecke sicherlich eine tolle Sache, aber sagt in Wirklichkeit überhaupt nichts aus. Ja. Andere Sportler, die erwähnt werden, sind Scott Jurek, ist ein Ultra-Endurance-Läufer, der einen sehr bekannten langen Lauf in 2015 dort den Rekord gebrochen hat um 4 Stunden. Vielleicht darf man jetzt sagen, der heutige Rekordhalter ist ein Belgier, der nicht vegan lebt, sondern Eier und Speck zum Frühstück, wie er selber sagt. Und den Rekord von Scott Jurek um 5 Tage geschlagen hat. Ja. Auch erwähnt wird ein Läufer aus den 50er Jahren, der Mary Rose, der war auch nicht Veganer, sondern Vegetarier und ist mit 78 an Krebs verstorben. Edward Moses war auch Vegetarier, Carl Lewis, vegan ist er erst später in seiner Karriere geworden und hat diese dann kurz darauf beendet. Daisy Bautz ist ein Radfahrer, auch eine Radfahrerin, auch sie hat erst am Ende ihrer Karriere auf vegan gewechselt. Morgan Mitchell ist eine Sprinterin, sie hat für das australische olympische Team ist sie gelaufen, vor circa 2 Jahren vegan geworden. Seither kann sie ihre Geschwindigkeit nicht mehr halten, ist von den 400 Meter jetzt auf 800 Meter gegangen, weil da einfach weniger Explosivität notwendig ist. Und in der 400 Meter Kategorie wird sie jetzt von Highschool-Athletinnen geschlagen. Gut, sie kann einfach die Kraft und Explosivität nicht mehr halten. Genau. Als weiteres Beispiel für, weiß ich nicht, athletische Leistungsfähigkeit werden aus irgendeinem Grund Gladiatoren genannt. Es entzieht sich da meinem Verständnis, was die da drin verloren haben in so einer Dokumentation. Aber ja, sie haben auf jeden Fall hier sogar einen Wiener Anthropologen gefunden, der im Fachbereich forensische Anthropologie forscht an der Medizinischen Universität Wien und der schauen sie sich die Knochen von den Gladiatoren an, die werden mit einer Isotopenanalyse untersucht und da kann man sich dann anschauen, was die so gegessen haben in den letzten Jahren ihres Lebens. Und er sagt, ja, die hauptsächlich haben die von Getreide und Hülsenfrüchten gelebt. Interessanterweise macht er dann weiter die Assoziation, ja, das wäre irgendwie vorteilhaft für Performance gewesen. Diese Assoziation kann man natürlich überhaupt nicht aus diesen Funden machen, das ist seine persönliche Meinung. Was sie aber geflissentlich vergessen, ist, dass dieser Forscher auch noch einen Mitautor hatte und der schreibt in einer offiziellen Publikation, wo die Daten eben veröffentlicht wurden, dass die Gladiatoren auch den Beinamen die Gerstenesser hatten, was aber ein Schimpfwort war. Und dass der eigentliche, also erstmal muss man sagen, Gladiatoren waren Sklaven und Kriegsgefangene. Ja? Die haben, so, wenn man mal Gladiator geworden ist, hat man circa 2 Jahre Lebenserwartung gehabt. Also da geht es nicht darum, wie schaffe ich möglichst lange hohe Performance
zu bringen, ja, und mich zu regenerieren und mir nicht weh zu tun. Das war nicht Ziel bei Gladiatoren. Ja. Das war ein Spielgerät sozusagen, das man ja beliebig nachbesetzen hat können. Und was auch der Mitautor eben schreibt, ist, dass durch diese kohlenhydratreiche Ernährung die Gladiatoren fett waren. Ja? Also die hatten eine dicke Fettschicht, und diese Fettschicht hat es ihnen ermöglicht, länger in der Arena zu überleben, weil dadurch die Muskulatur und auch größere Blutgefäße besser geschützt waren. Ja? Fett ist nicht gut durchblutet, und das war ein wichtiger Grund für, und das war eben ein Vorteil für die Gladiatoren, wenn sie fett waren. Das heißt, das hat einfach überhaupt nichts mit sportlicher Leistungsfähigkeit oder sonst irgendwas zu tun. Ja, wie sinnvoll ist eine vegane Ernährung für Athleten? Es ist sicherlich möglich, wenn ich es ja, sehr, sehr gut plane, so wie für jeden anderen auch. Wir kommen nachher noch auf ein paar Themen zu sprechen, wie Proteine zum Beispiel oder andere Spurenelemente, die einfach noch schwerer sind in einer veganen Ernährung zu bekommen. Wie gesagt, auch mit einer omnivoren Ernährung ist man nicht vor Mangelerscheinungen geschützt, aber es ist nochmal wesentlich, wesentlich schwieriger. Ja? Als ein interessantes Beispiel wird dann auch nochmal ein deutscher Strongman präsentiert, und zwar Patrick Baboumian. Und er ist ja stark, er ist super stark, also wirklich tolle Leistung, also möchte ich gar nicht schmälern, aber er wird ein bisschen hochstilisiert, und man muss halt sagen, gut, er ist nicht der Stärkste, ja, und er gehört auch nicht zu den Top 10. Er ist von den wirklich bei diesen Strongman-Events, wo zum Beispiel der The Mountain aus Game of Thrones war ja bis vor letztes Jahr noch der stärkste Mann der Welt, wurde dieses Jahr geschlagen. Gut, Patrick ist, wird eben hier als die Galionsfigur für einen sehr starken Mann dargestellt, der eben vegan lebt. Vielleicht sollte man auch hier ganz klar sagen, seit wann ist er Veganer? Seit 2012. Davor hat er sich vegetarisch ernährt. Das heißt, er hat, und wie lange er vegetarisch ist, das weiß ich nicht, konnte ich nicht recherchieren, konnte ich nicht herausfinden. Aber das heißt, und er trainiert halt auch schon seit er ein Teenager ist. Das heißt, ja, wieder Stärke, Kraft mit einer omnivoren Ernährung aufgebaut, jetzt auf vegan gewechselt. Er hat einen Ausspruch da in dem Video, sagt er eben, manche Leute fragen mich, wie kannst du nur so stark wie ein Ochse werden, ohne Fleisch zu essen? Und seine Antwort ist, ja, hast du jemals einen Ochsen Fleisch essen gesehen? Das ist zwar eine ganz lustiger Ausspruch, aber er ist auch genauso idiotisch. Also das ist wirklich eines der dümmsten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ja, weil, also an so vielen Ebenen. Tut mir leid, das ist wirklich, wirklich einfach nur rabulistisch, ja, und sonst gar nichts. Erstens, also man sieht im Film, wie er sich ernährt, man sieht, und er konsumiert selbstverständlich mehrere Proteinshakes am Tag. Ja, diverse Pflanzenproteine. Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Ochsen- oder ein Rindviech Proteinshakes süffeln gesehen. Ja. Aber vielleicht leben ja bei ihm andere. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ich weiß nicht, wenn ich nur einen Mini-Verstand habe von vergleichender Anatomie und weiß, ich kann bitte kein Pflanzenfresser, das ist ein Wiederkäuer, ja, mit einem Menschen vergleichen. Ein Rindviech hat mehrere Mägen, die sind gekammert, der schafft ein spezielles Umfeld, er braucht eine spezielle Verdauungsausrüstung sozusagen, um mit diesem Pflanzenmaterial umzugehen. Ja?
Also Pflanzenfresser brauchen eine spezielle Bakterienflora, die ihnen hilft, das Pflanzenmaterial aufzuspalten. Kein höheres Lebewesen kann Zellulose zum Beispiel spalten. Das können nur Bakterien. Und genau das machen jetzt die Pflanzenfresser. Also da gibt es unterschiedliche Strategien. Aber jetzt die Wiederkäuer zum Beispiel, die haben diesen gekammerten Magen, wo eben im Pansen ein sehr bakterienfreundliches Umfeld lebt. Ist und dort leben die Bakterien und die spalten dann auf und die fermentieren das Pflanzenmaterial. Und was entsteht dabei? Aminosäuren, auch Vitamine wie B12 zum Beispiel und Fettsäuren, kurzkettige Fettsäuren. Und das quasi, der Pflanzenfresser nimmt dann die durch Fermentation entstandenen Aminosäuren, Fettsäuren und Vitamine im Dünndarm auf. Andere, wie zum Beispiel der Gorilla oder andere Primaten, die fermentieren erst im Dickdarm. Die haben jetzt keinen gegammerten Magen. Was machen die? Die essen einfach ihren eigenen Kot. Ja? Dieses Kotessen kennt man bei vielen Pflanzenfressern. Auch Meerschweinchen zum Beispiel machen das. Ja? Weil dann im Kot noch zum Beispiel B12 oder andere Vitamine drinnen sind, die sie nicht aufnehmen können. Also, das ist einfach die allergrößte Quatsch, den ich jemals gehört habe, das zu vergleichen. Also erstens mal, alle Pflanzenfresser müssen den Großteil ihrer Wachenzeit mit Essen verbringen, ja? Weil die müssen gigantische Mengen an Material essen, 15 bis 100 Kilo Pflanzenmaterial, ja? Wir essen um die 2 Kilo pro Tag. Ja? Wir brauchen die spezialisierte Darmflora. Wir können lange Essenspausen machen. Pflanzenfresser essen bis zu 20 Stunden am Tag. Ja? Wir haben eine starke Magensäure, Pflanzenfresser haben eine schwache Magensäure. Wir haben einen langen Dünndarm und einen kurzen Dickdarm, Pflanzenfresser haben einen kurzen Dünndarm und einen langen Dickdarm. Oder den gekammerten Magen. Also 1000 Unterschiede. Ja? Und wir sind definitiv daran angepasst, durch unseren langen Dünndarm hier leichter verdaulichere Materialien aufnehmen zu können. Und wir fermentieren nicht mehr so viel. Ein anderes Argument, das auch aufkommt, ist ja, wir hätten quasi keine, wenn man sich unsere Zähne anschaut, wären das irgendwie ganz klassisch Pflanzenfresser-Zähne, was auch ein Schwachsinn ist. Wir haben ein Allesfresser-Gebiss, wo wir unsere vorderen Mahlzähne haben scharfe Kanten. Ja. Erst die hinteren Molaren sind flach. Wir haben vorne Schneidezähne, mit denen wir gut Dinge abkiefeln, sozusagen abknabbern können. Ja. Und wenn man muss sich immer anschauen, und da kann ich eben nur mal den Charles Darwin ans Herz legen. Wir müssen auch beobachten, woher kommen wir. Ja, also wir haben uns ja aus Pflanzenfressern heraus entwickelt. Und natürlich können wir dieses Erbe auch an unserem ganzen Gebiss nicht leugnen. Ja. Das heißt, wir haben uns ja aus den Primaten oder aus den Pflanzenfressern heraus entwickelt, obwohl auch unsere nächsten Verwandten wie die Bonobos, die Schimpansen, die Orang-Utan und die Gorilla auch tierische Proteine oder Tiere zu sich nehmen, in absteigender Häufigkeit. Wir wissen, dass Schimpansen jagen in der Gruppe. Kleinere Gazellen, also Waldgazellen, andere kleine Affen werden gejagt. Die essen aber auch Insekten, sie essen Kleinsäuger und Amphibien, Reptilien. Man hat beobachtet, wie Orang-Utan jagen nach Fischen jagen. Also selbst diese als fast schon obligatorisch oder diese wirklichen pflanzenfressenden Vorfahren, wie sie so betrachtet werden, sind auch nicht 100% vegan. Immer wo sie schaffen, wo sie können, suchen sie sich eine tierische Quelle als Ergänzung in ihrer Ernährung. Ja.
Das haben wir ja schon beantwortet. Warum haben wir keine Reißzähne? Weil wir Werkzeug haben. Wir haben Werkzeug und Feuer entwickelt und deswegen brauchten wir das auch gar nicht. Ja? Und was ist der Unterschied zwischen einem Gorilla und uns? Der Gorilla sitzt immer noch im Baum und wir fliegen auf den Mond. Es ist einfach ein Unterschied in unserer Gehirngröße da. Es ist, und das kommen wir jetzt dann auch noch dazu. Warum wir nicht beides haben können, warum können wir nicht einen großen, aufwendigen Verdauungstrakt haben und ein großes, aufwendiges Gehirn? Wie gesagt, es wird ja allerhand pseudowissenschaftliche Mist da in diesem Film herumgeworfen und wirkliche Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse vollkommen ignoriert. Wie gesagt, wir haben vor 2,5 Millionen Jahren begonnen, Steinwerkzeuge herzustellen. Und wir sehen einfach, dass zum Beispiel hier über Isotopenanalysen die Neandertaler ganz klassisch, ganz klar sehr viel tierisches Protein in ihrer Ernährung hatten. Auch nicht nur der Neandertaler, sondern auch Homo sapiens war ein Top-Level-Predator, wie es in diesem Artikel heißt, also einer der Haupt-, ein bedeutsamer Jäger, der viel tierisches Protein gegessen hat. Das ist die Publikation dazu. Also frühe Hominiden haben viel nährstoffreiche tierische Nahrung konsumiert. Wir haben das auch nicht immer alles jagen müssen, weil auch das ist oft ein Argument, das war ja so aufwendig. Dann kommt immer das mit dem Mammut. Ich meine, es gibt ja nicht nur Mammuts, ja. Aber wir haben angefangen als Aasfresser. Also wir haben einfach gewartet, bis die großen Raubtiere irgendwas, eine Beute gemacht hat. Und dann haben wir einfach gewartet, bis die fertig gegessen haben und haben uns über die Reste hergemacht. Oder auch teilweise denen diese Beute abgeluchst oder die kurz vertrieben und dann uns Teile davon geholt. Es gibt Aufnahmen von traditionell lebenden Jägersammlergesellschaften in Afrika, die das heute noch genauso machen. Ja? Das heißt, es ist kein Jagderfolg notwendig, es ist recht energieunaufwendig und hier kamen eben dann unsere Werkzeuge zum Einsatz, denn mit einem einfachen Stein, den brauche ich noch gar nicht großartig bearbeiten, kann ich Schädelknochen öffnen, kann ich Beine, also Markknochen öffnen und so habe ich Zugang zu extrem nährstoffdichten tierischen Nahrungsmitteln. Eben dieses Konzept von dem großen Gehirn und dem kleinen Darm möchte ich noch ansprechen. Das bedeutet, das heißt die Expensive Tissue Hypothesis und die besagt oder hat als Grundlage, dass es sehr aufwendig ist, Pflanzen zu verdauen. Das heißt, ich brauche einen komplexen und aufwendigen Darm. Komplex aufwendig bedeutet hohe Energiekosten. Ja? Vor 2,5 Millionen Jahren, wie ich schon erwähnt habe, haben die ersten Frühmenschen, Hominiden, begonnen, Werkzeuge zu nutzen, Steine zu nutzen und somit auch begonnen, den Anteil an tierischer Nahrung, wie wir es gerade besprochen haben, zu erhöhen. Höhere Nährstoffdichte bedeutet mehr Fett und mehr Protein, leichter aufschlüsselbare Nährstoffe und so erst damit konnte überhaupt der Darm kleiner werden und erst dadurch konnte das Gehirn überhaupt größer werden. Hier nochmal zum Vergleich, dass wir einfach wissen, wo wir sind. Das ist ein moderner Schimpanse und das ist der Mensch und hier ist die Energieprozent, die allein das Gehirn brauchen. Wir sehen einen Schimpanse, ja, der braucht so ungefähr 10% seiner Gesamtenergie geht eben fürs Gehirn drauf und beim Menschen ist es fast ein Viertel. Fast ein Viertel unserer Energie müssen wir nur an unser Gehirn abgeben. Das ist gewaltig, ja? Und es geht nicht beides. Und wir sehen zum Beispiel in einem Vergleich zwischen einem 65 Kilo schweren Menschen und 65 Kilo schweren Menschenaffen, wenn man hier das Organgewicht vergleicht, sieht man einfach, dass jetzt sowas wie Leber, Niere und Herz gleich groß sind, aber die großen Unterschiede sind zwischen Darm und Gehirn. Und jedes Mal bei Menschen, wo das Gehirn groß ist, ist der Darm klein.
Und bei Menschenaffen ist das Gehirn klein und der Darm groß. Dieser Grafik verdeutlicht es einfach auch nochmal. Wir haben einfach einen sehr graduellen Anstieg der Gehirngröße und wirklich mit dem Zeitpunkt der Steinwerkzeuge und mit dem Moment, wo wir mehr an tierische Nahrung rangekommen sind, in dem Moment ist die Gehirngröße exponentiell angestiegen. Das heißt, wir essen schon sehr, sehr lange tierische Nahrung, war wahrscheinlich essentiell dafür, dass wir überhaupt so ein großes Gehirn entwickeln haben können und somit essentiell für die Entwicklung des Menschen, so wie er heute ist, überhaupt. Was da noch vielleicht noch zu erwähnen ist, auch im Film kommt ein Arzt vor, der heißt Milton Mills. Und Milton Mills ist jetzt weder Anthropologe noch hat er sonst eine Ausbildung in vergleichender Anatomie oder in Anthropologie. Er ist eigentlich ein Notfallmediziner. Und er wird als einer der Galionsfiguren quasi als veganer Arzt unterwegs. Und da sollte man sich nochmal einer Sache bewusst sein. In den USA, die sind ja so ein bisschen auch ja fanatisch, was Religion betrifft. Und da, was dort nicht so funktioniert, ist die Trennung zwischen Wissenschaft und Religion. Ja? Und Milton Mills ist ein Kreationist. Das bedeutet, er glaubt an diese Intelligent Design Sache. Das heißt, also er sagt, Gott hat alle Lebewesen genau so erschaffen, wie sie heute existieren. Also es gibt keine Evolution. Und was er auch glaubt oder dadurch verbreitet oder unterstützt, ist die sogenannte Garden Eden Diet. Und die Garden Eden Diät, da hat man sich ja auch nicht gegenseitig gegessen, sondern die ist vegan. Das heißt, wir sehen einfach hier ganz problematisch diese starke Vermischung von Religion, Ideologie und diese Pseudowissenschaft, diese als Wissenschaft getarnten religiösen, ideologischen Ideen. Ja, ganz, ganz gefährlich. Vielleicht noch ein ganz kurzer Ausflug eben in die Gegenwart. Was essen denn heute lebende Jäger-Sammler-Gesellschaften? Weil wir müssen uns überlegen, vielleicht, was ist denn eine artgerechte Ernährung für den Menschen? Und da gibt es einige Arbeiten, die zum Beispiel von Lauren Cordain, die haben sich eine Art, also eine Analyse von vielen Arbeiten gemacht, ja, von unterschiedlichsten Forschungsgruppen über Jäger-Sammler-Gesellschaften. Und die haben 229 Jäger-Sammler-Gesellschaften dadurch in ihrem Pool gehabt. Und die Analyse hat gezeigt, dass in jeder Kultur tierische Nahrungsmittel eine wichtige Rolle spielen und im Schnitt zwischen 45 und 65% der Energie über tierische Nahrungsmittel gedeckt wird. Und was wir hier auch sehen, ist, das heißt, wie hoch auf der X-Achse ist aufgetragen, wie hoch der Anteil an Pflanzen in der Gesellschaft oder in dieser beobachteten Gesellschaft ist. Und was wir hier sehen ist, es gibt keine einzige Jäger-Sammler-Gesellschaft, die 100% oder also zwischen 86 und 100% ihres Bedarfs mit Pflanzen deckt. Das heißt, es gibt keine einzige vegane Jäger-Sammler-Gesellschaft. Der nächste Punkt, der im Film thematisiert wird, ist das Eiweiß oder dass eben Proteinaufnahme über eine vegane Ernährung einfach ist und überhaupt kein Problem darstellt. Und bevor wir jetzt auf das eigentliche Beispiel eingehen, möchte ich kurz auf die Proteinqualität einmal noch eingehen, ansprechen. Das ist der
DAAS oder Digestible Indispensable Amino Acid Score. Und was dieser DAAS im Wesentlichen aussagt, ist, wie, also es ist ein Wert, ein Maß dafür, wie bioverfügbar dieses Protein für den Menschen ist. Und es ist so, dass dieser Dias einen älteren, den PDCAAS, ablöst. Und der PDCAAS ist eben die ältere Methode, die eben bisher immer herangezogen worden ist, um die Proteinqualität zu bestimmen. Und das sind aber nur so Schätzwerte und Annäherungswerte. Das Besondere am Dias ist, dass es hier um wirkliche Messwerte geht und es im Wesentlichen bezieht der Dias einerseits die tatsächliche Absorption eines Eiweißes im Dünndarm mit in diesen Score hinein und aber auch die Aminosäurenzusammensetzung. Denn auch wenn in allen Proteinen, also egal ob das jetzt Soja ist oder Ziegenmilch, es kommen überall alle Aminosäuren vor, aber in unterschiedlichen Verhältnissen. Und vor allem in den pflanzlichen Proteinen spricht man dann von der sogenannten limitierenden Aminosäure. Das heißt, eine der Aminosäuren ist oft nur in sehr, sehr geringen Mengen drinnen. Ja? Und diese Aminosäurenzusammensetzung wird auch mit einbezogen in den Dias. Und was man auf den ersten Blick sieht, ist, dass also die besten Scores haben nur tierische Proteine und dann beginnt es einmal mit 0,89 beim Sojamehl. Und das heißt, was eben einerseits gemacht wird, es wird gerne Gramm mit Gramm verglichen. Also Proteingramm im Rindfleisch zum Beispiel zu Proteingramm in irgendwelchen Hülsenfrüchten. Und da ist schon mal der erste Denkfehler, weil ich kann nicht Gramm mit Gramm vergleichen. 100, 10, 20 Gramm Protein aus einem faschierten, aus einem Hackfleisch sind nicht gleichwertig wie 20 Gramm Protein aus Soja oder aus Linsen oder sonst irgendeiner pflanzlichen Quelle. Das einmal vorweggenommen. Ja? Dann ist es so, dass es also nicht nur diese Unterschiede in den Proteinen gibt, sondern auch, dass man mal sagt, okay, die Mindestbedarf für einen erwachsenen Menschen, nur um nicht krank zu werden, ja, sind 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also die Empfehlung ist sozusagen 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist das Minimum, das jemand braucht, um nicht krank zu werden. Das bedeutet nicht, dass das ein Optimum ist. Ja, das sagt nichts über eine optimale Versorgung aus, sondern das ist gerade so, dass man keine Proteinmangelerkrankungen bekommt. Also die RDA, also die Recommended Daily Allowance, ist die Empfehlung für Proteinaufnahme pro Tag, um eine Mangelversorgung zu vermeiden. Ja, um Mangelversorgung zu vermeiden. Und das ist eben 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt ist es so, dass auch diese 0,8 Gramm aus sehr, sehr alten Daten kommt, auch noch, wo man einfach auch nur Näherungswerte genommen hat. Und es gibt mittlerweile einen sehr, sehr viel genaueren Wert, der heißt IAAO, Indicator Amino Acid Oxidation Technique, Entschuldigung, so heißt Indicator Amino Acid Oxidation Technique. Und hier sind sie draufgekommen, dass der Proteinbedarf mit diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht um bis zu 30% unterschätzt wird, also dass es eigentlich nach oben korrigiert werden muss und der tatsächliche Bedarf bei mindestens 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt, auch wieder nur um Mangelversorgung zu vermeiden und um Gesundheitsschäden zu vermeiden.
Da sprechen wir jetzt noch nicht von Athleten, von Menschen mit höherem Bedarf, auch Senioren oder Menschen mit chronischen Erkrankungen, chronischen Stress. Da sagen die Forscher, da würde man dann eher bei bis zu 2,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht landen. Genau. In der nächsten Folie habe ich mir jetzt nur angeschaut, die verschiedene Proteinquellen und wie viel man von dieser einen Proteinquelle aufnehmen müsste, um jetzt nur die bisher geltenden 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu decken für einen Durchschnittsmenschen. Und wir sehen hier Folgendes. Oben das Hackfleisch landen wir bei, Moment, ich muss kurz schauen, beim Hackfleisch genau. Landen wir bei 264 Gramm, um den Proteinbedarf für einen Tag zu decken. Und in grün ist angezeichnet, hier kann ich sogar ein bisschen weniger essen, als es rechnerisch rauskommt. Also wenn ich jetzt nur 100 Gramm Rindfleisch nehme oder faschiertes nehme und da mir ausrechne, wie viel Protein und dann hochrechne, wie viel brauche ich pro Kilo, also für einen 75 Kilo schweren Menschen. Hier kann ich aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit sogar ein bisschen was abziehen. Deswegen ist es in grün dargestellt, die Menge. Und da landet man bei 264 Gramm. Tofu wären eigentlich, also wenn man jetzt nur Gramm für Gramm macht, 429 Gramm, aber aufgrund der schlechten Bioverfügbarkeit müssen wir noch 369 Gramm dazu nehmen und landen dann bei fast 800 Gramm Tofu, um nur aus Tofu meinen Tagesbedarf zu decken, muss ich 800 Gramm Tofu zu mir nehmen. Was aber natürlich, wenn wir jetzt uns hier die Kalorien anschauen, ja, mehr als doppelt so viel Kalorien schon mal sind. Also das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt zu bedenken. Wenn ich versuche, meinen Proteinbedarf über Pflanzen und pflanzliche Quellen und vor allem in dem Sinne auch ganze und echte Nahrungsmittel zu decken und nicht auf Shakes angewiesen zu sein, also nur um echte Nahrungsmittel heranzuziehen, muss ich auch meistens sehr, sehr hoch, also auch mit den Kalorien ordentlich raufgehen. Dann haben wir, wie gesagt, Ei ist wieder hoch bioverfügbar, auch da kann man wieder was abziehen eigentlich. Ja. Erbsen haben wir fast 2 Kilo Erbsen muss ich essen, damit ich überhaupt meinen Proteinbedarf decken kann. Genau, und dann, das sollte nur zeigen für die grünen Linsen und den Kichererbsen habe ich jetzt nicht mehr ausgerechnet, aber wir sehen auch um die 800 Gramm bei grünen Linsen oder fast 900 oder 900 Gramm und bei Kichererbsen sind es über 1 Kilo Kichererbsen, das ich jeden Tag essen müsste. Und allein mit den Kichererbsen habe ich schon 1300 Kalorien gegessen. Ja, also da bleibt auch dann wenig Spielraum für irgendwas anderes. Und die Frage ist dann, und das ist jetzt nur aufs Protein bezogen, aber wenn ich jetzt versuche, auch noch meine anderen Werte zu erreichen, meine anderen Empfehlungen zu erreichen, was vor allem Vitamine, Mineralstoffe betrifft. Wie gesagt, die Zoe Harcomb hat das mal ausgerechnet mit der Eat Lancet Empfehlung. Ich müsste da zwischen 3.000 und 4.000 Kalorien jeden Tag zu mir nehmen, um überhaupt über die empfohlenen Lebensmittel meine Mikronährstoffbedürfnisse zu decken. Ja? Also das ist einfach auch ein ganz, ganz schwieriges Problem. Als nächsten Punkt möchte ich dann noch über Vitamin B12 sprechen. Auch das wird im Film angesprochen, aber im Film wird gesagt, dass früher die Leute B12 über Mikroorganismen, die eben in der Erde drin sind, also über ungewaschenes, also über Gemüse oder Grünzeug, das sie halt zu sich genommen haben, darüber B12 aufgenommen haben und über Wasser. Dazu gibt es in dem Sinne keine Daten. Ja. Also das lässt sich eigentlich nicht wissenschaftlich belegen, diese Aussage. Wiederkäuer, da wird ja das Gras von
Bakterien fermentiert im Darm und dabei entstehen Aminosäuren, Fettsäuren, aber auch B12. Also bei Wiederkäuern wird das Kobalt, das im Gras ist, in Cobalamin umgewandelt von den Bakterien und kann dann im Dünndarm aufgenommen werden. Und so kommen eben die Wiederkäuer dann zu ihrem B12. Wir sind keine Wiederkäuer. Ich habe schon angesprochen, wir machen das Primaten. Andere Primaten essen einfach ihren Kot, weil auch in unserem Dickdarm wird B12 gemacht. Das steht aber eigentlich nur den Darm. Zellen selbst zur Verfügung schon auch, aber das wird nicht weiter transportiert in den Rest des Körpers. Und ja, wir könnten halt auch unseren Kot essen, also wer das möchte, viel Spaß. Aber ja, wir kriegen eigentlich unser B12, indem wir Tiere essen. B12-Defizite sind extrem gefährlich, vor allem in der Entwicklung eines Embryos und in der Entwicklung des Kleinkinds. B12 ist wichtig für die Entwicklung des Nervensystems und wenn ein B12-Mangel in dieser Zeit da ist, dann kommt es zu großteils bleibenden Schäden, Retardierung, Entwicklungsstörungen des Nervensystems. Im Film wird behauptet, dass es im Grunde keinen Unterschied macht, ob man sich vegan, vegetarisch oder omnivor ernährt, sondern alle gleichmäßig auch von einem B12-Mangel betroffen sind oder irgendwie umgekehrt, dass Fleischessen nicht davor schützt, einen B12-Mangel zu haben und die beste Möglichkeit sowieso ist, B12 als Supplement zu nehmen. Einmal muss man sagen, B12 im Serum ist erst dann erniedrigt, wenn ein sehr, sehr, sehr massiver Mangel an B12 vorhanden ist. Die beste Möglichkeit oder die bessere Möglichkeit ist das Holotranskobalamin zu ermitteln. Das ist quasi die aktive Form des B12. Und hier sieht man Mängel schon sehr, sehr, sehr viel früher als im bloßen Serum B12. Und hier gibt es Daten aus 2003, und zwar basierend auf der EPIC-Datenbasis. Und da kam raus, dass 92% der Veganer einen B12-Mangel haben, 77% der Veganer und nur 11% unter Fleischessern. Also wir sehen sehr wohl, B12-Mangel ist ein Problem und etwas, was man wirklich nicht leichtfertig und nicht unterschätzen sollte. Als letztes möchte ich noch auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen. Auch dieses Thema wird stark thematisiert in dem Film Game Changers und es ist natürlich immer schwierig, wenn ich und überhaupt in dieser ganzen veganen Diskussion immer schwierig, wenn sich die Argumentationen ändern oder die Ziele ändern, ja. Weil es ist eine Sache, betrachte ich was jetzt sozusagen einfach ganz nüchtern, was ist das Beste für mich als Individuum und dann ist es vollkommen getrennt davon, was ist vielleicht das Beste für die Umwelt und wie finde ich da einen Konsens, ohne das eine oder das andere opfern zu müssen. Und auch in der Game Changers Dokumentation wird natürlich nicht ausgelassen auf die angeblich so dramatischen Effekte der Tierhaltung oder in dem Falle wird meistens nur die Rinderhaltung herangezogen, auf die Umwelt und die ganze ethische Komponente. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, ich war lange, lange Zeit Vegetarierin. Ich habe meine Masterarbeit in der Nutztierhaltung gemacht. Also ich weiß, wie konventionelle Landwirtschaft ausschaut. Und das war für mich immer etwas, wo ich gesagt habe, da möchte ich nicht Teil sein. Und es ist ganz klar, niemand unterstützt Massentierhaltung Ich bin immer der Überzeugung, dass es, wenn ich ein Tier esse, dann muss es artgerecht leben können und stress- und schmerzfrei
sterben. Das ist unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung dem Tier gegenüber. Und ich denke, dass das sich nicht ausschließt. Außerdem werden wir jetzt dann noch sehen, dass die Weidehaltung und die großen Säugetiere auch einen ganz, ganz wichtigen Part spielen in der Gesunderhaltung unserer Erde. Die Idee, dass Landwirtschaft, die nicht, also dass in dem Moment, dass ich durch eine vegane Ernährung, also dass ich in dem Moment, dass ich keine Tiere am Teller habe, dass das kein Tierleid beinhaltet, ist schon mal einfach falsch. Ja? Man muss sagen, jede Art von Pflanzenbau verursacht auch Tierleid. Jede Art von industrieller Landwirtschaft. Ja? Es fängt dann mal damit an, dass die moderne Landwirtschaft und wenn ich Millionen von Menschen mit einem Agrarprodukt versorgen will, mache ich das nicht ja, 100 Quadratmeter kleine Dreifelderwirtschaft, sondern dann passiert das in groß aufgezogenen Monokulturen, Riesenflächen, die nur mit einer einzigen Spezies besetzt sind und bepflanzt werden. Und das ist einmal klar, da wo jetzt diese Monokultur ist, war vorher irgendein anderes Ökosystem, etwas, was eine große Anzahl und eine an Tieren und Pflanzen beherbergt hat. Es gibt genügend Daten, die zeigen, wie dramatisch der Artenverlust auf diesen intensiv bewirtschafteten Flächen ist. Das heißt, allein dadurch, dass da vorher ein anderes Ökosystem war und ich da jetzt eine Monokultur mache, sterben Tiere. Ja? Und die Frage ist nur, ist jetzt irgendwie eine Kuh mit ihren süßen großen Augen oder ein Schweindi oder ein Händel, sind die jetzt irgendwie mehr wert als die Maus oder das Vogel oder die Insekten, die auf diesem Landstrich gelebt haben? Ja? Also im Kontext industrieller Landwirtschaft, auch wenn ich nur Pflanzen anbaue, sterben sehr, sehr viele Tiere. Es sind Insekten, Vögel, Nagetiere, Reptilien, all die werden im Prozess der industriellen Landwirtschaft getötet. Das sind jetzt einerseits Tiere, die beim Ernteprozess sterben. Also da habe ich alle Arten von bodenbrütenden Vögeln, von Nagetieren, von Haserl, von Jungtieren, die dort leben, also alles Mögliche, ja. Das Zweite ist auch, dass Bauern im Rahmen der Schädlingsbekämpfung auch Tiere schießen dürfen und schießen lassen dürfen, die ihre Ernte gefährden. Also da redet man aber eben auch von den größeren Tieren wie Wildschweine, verschiedene Rehe und dergleichen. Ja. Die Frage ist jetzt, ist es weniger schlimm, viele kleine Tiere zu töten, vielleicht wo halt auch viele Tiere Vögel oder Reptilien sind, oder ein großes. Ja. Wo zieht man die Grenze? Und ich bringe diese Diskussion nur deswegen auf, weil einfach gerne mit dem moralischen Zeigefinger hier gearbeitet wird und sozusagen von oben herab und diese Moralkeule daherkommt mit, wenn man eben Tiere isst, dann ist man ein Monster und wenn man Pflanzen basiert isst, dann ist man irgendwie ein Heiliger. Ja? Und so ist es einfach nicht. Alles hat Kosten. Alles verursacht Leid. Ich kann nicht leben, ohne irgendwo auch Leid zu verursachen. Die Frage ist nur, wie kann ich den geringsten negativen Impact haben, sowohl auf meine Umwelt als auch vielleicht auf Tiere. Es gibt nicht so viele Daten dazu, aber es gibt auch ein paar Zahlen. So wie es gibt es aus Australien zum Beispiel Zahlen und dort wurde das erfasst und da sieht man, dass pro 100 Kilogramm Pflanzenprotein, das erzeugt wird, 55 Tiere sterben. Ich war eben, dann sind es halt Mäuschen und Haserl und andere Klein- oder kleine Vögel.
Aber es sind trotzdem Tiere und jedes ist ein Lebewesen. Oder habe ich 55 kleine Tiere oder eben eine große Kuh? Ja? Das ist dann so die Frage, die man sich stellen muss. Also dann, es gibt noch andere Daten, die sich die Biodiversität sich zum Beispiel anschauen, also sowohl was die Pflanzenvielfalt als auch die Tiervielfalt in einer intensiv bewirtschafteten, landwirtschaftlich genutzten Region betrifft. Da sehen wir Rückgänge um 60 bis mehr als 60% an der Artenvielfalt. Und dann gibt es gewisse Schlüsselarten, die man sich als Indikator hernimmt, um von der Entwicklung dieser Schlüsselart Rückschlüsse zu ziehen, wie belastet oder wie belastend die Landwirtschaft auf das gesamte Ökosystem wirkt. Und da haben wir auch dramatische Rückgänge dann in diesen Schlüsselarten. Aus Zahlen aus den USA weiß man dass man in etwa von 15 Tieren pro Hektar, also es sterben pro Jahr 15 Tiere pro Hektar. Und wenn man jetzt davon ausgeht und heranzieht, dass es 120 Millionen Hektar landwirtschaftlich bebaute Fläche in den USA gibt und wir diese Fläche für die vegane Ernährung verwenden, also dort nur Sachen anbauen, die für den menschlichen Verzehr geeignet sind, weil wir müssen, wenn wir uns daran erinnern, ich kann ja nicht 1 Gramm pflanzliches Protein gleichsetzen mit 1 Gramm tierischem Protein, sondern ich muss wesentlich, wesentlich mehr pflanzliches Protein zu mir nehmen, um auf das gleiche Äquivalent des tierischen Proteins zu kommen. Das heißt, da werden wir natürlich auch mehr anbauen müssen. Das heißt, wir haben diese 120 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Wenn man dann sagt, eben 15 mal 120 Millionen, landen wir bei 1,8 Milliarden Tiere, die jedes Jahr sterben im Zuge der Landwirtschaft und im Zuge einer veganen Diät. Also das hätte ich auf jeden Fall. Also wenn die ganze USA sich jetzt vegan ernährt, hätte ich 1,8 Milliarden Tote. Ja? Und auf der anderen Seite, und das Gleiche wurde berechnet, wie viel Tiere sterben im Zuge der Fleischproduktion und Konsumation. Also da muss ich natürlich auch dann einen Teil dieser landwirtschaftlichen Fläche dazu rechnen, die nur genutzt wird, um die Tiere zu versorgen. Und da lande ich bei 1,2 Milliarden Tiere. Also allein wenn ich danach gehe, was ist das geringere Übel, womit verursache ich das geringere Leid, würde ich trotzdem dabei landen, dass es besser ist, Tiere zu essen. Und da sind wir jetzt aber da noch immer bei Massentierhaltung. Ja? Und da reden wir jetzt noch gar nicht davon, dass ich die Tiere eigentlich auf einer Weide halten sollte. Was überhaupt nicht diskutiert wird in dieser ganzen tierhaltungsverteufelnden Einstellung ist, dass ich die Beweidung brauche, um die Erde gesund zu halten. Ja? Der Verlust von Humus und fruchtbarer Erde ist ein Problem, über das ganz, ganz selten gesprochen wird. Und die einzige Möglichkeit, um Mutterboden, um Humus zu regenerieren, ist die Beweidung mit Pflanzenfressern. Ja? Und die fruchtbarsten Flächen unserer Erde, wie zum Beispiel die großen die Ebenen in den USA, die jetzt eben mit Mais und mit Getreide bepflanzt sind, da waren mal Millionen von Bisons, die da drüber gezogen sind. Ja? Und wir denken an die Serengeti, da habe ich gigantische Herden von Gnus, die da abweiden und hinten nach kommt dann die entsprechenden kleineren Tiere. Und so muss es sein. Und in Europa hatten wir Büffel, Wiesent, Elch, Wildpferde. All diese großen Pflanzenfresser sind nicht mehr da. Und wir brauchen die, um die Grasflächen zu erhalten. Gras ist
eines der widerstandsfähigsten Pflanzengesellschaften überhaupt. Ja. Die wachsen da, wo es zu trocken, zu nass, zu kalt, zu warm für Büsche oder für Wald ist, da ist Gras zu Hause. Das heißt, wir brauchen unbedingt diese großen Grasflächen wieder. Und die wiederum möchten beweidet werden. Weil was machen wir im Garten, damit wir einen schönen Rasen haben? Wir tun Rasen mähen. Und im Wesentlichen genau das machen ja die großen Pflanzenfresser auch. Die tun Rasen mähen. Zusätzlich muss man sagen, dass nur 40% der Landmasse überhaupt für den Pflanzenbau geeignet ist. 60% ist der Landmasse ist überhaupt nicht für die Landwirtschaft, also für den Pflanzenbau geeignet. Es ist zu steil, zu steinig, zu trocken, zu was auch immer. Da kann ich überhaupt nichts anbauen. Ja? Im Film wird auch behauptet, dass 15% der Treibhausgase durch die Rinderhaltung, von der Rinderhaltung kommt. Ja? Und das ist mal vollkommen falsch. Das eine ist, dass hier, also sie vergleichen es mit 14%, dass 14% der Treibhausgase aus dem Transportsektor kommen und allein 15% aus der Rinderhaltung. Also, und das Blöde ist, oder das, was hier gemacht wird, ist, dass bei der Rinderhaltung wurde eine Life Cycle Analysis gemacht. Das heißt, ist nicht nur das Rind selbst, ja, sondern da wird alles mit reingerechnet, was irgendwie mit dieser Rinderhaltung zu tun hat. Sei es jetzt von der Aufzucht, vom Transport, von dem Anbau des Getreides, das ich zur Mastfütterung brauche und alles. Ja. Diese 14% aus dem Transportsektor ist nur die Treibhausgase, die aus dem Auspuff rauskommen. Da ist aber nicht gerechnet, was ich alles brauche, um dieses Auto zu bauen, dass ich da auch Fabriken bauen muss, dass ich da Metall erst herstellen muss, dass ich Stahl herstellen muss. Es gibt keine Life Cycle Analysis für den Sektor Transport. Das heißt, ich Äpfel mit Birnen vergleiche. Ja? Also wenn man jetzt eben dann im direkten Vergleich sagt und eben bei den Rindern wirklich nur das nimmt, was die Rinder selber produzieren, liege ich bei 5% im Gegensatz zu 14% beim Transport. Ja? Also wenn ich das so vergleiche. Hier sieht man das Carbon, Kohlendioxid-Emissionen nach Sektor aufgeteilt. Und das Größte ist einmal Energieproduktion. Ja, das heißt, da habe ich auch das größte Potenzial, was einzusparen. Dann ist hier Landwirtschaft, Landnutzung und Forestry, also die Waldnutzung. Ja. Und das heißt, da ist alles drin, alles, auch ganz normal Pflanzenbau. Ja, macht 15 Milliarden Tonnen aus, ist nicht aufgeteilt. Transport und dann sehen wir andere Industrien. Ja. Also Transport und Energie sind die größten Problemverursacher und da müsste ich ansetzen. Und hier auch nochmal, und das ist jetzt das eine, war ja nur CO2 und diese Folie zeigt alle Treibhausgase kombiniert pro Sektor und da ist weiterhin Energie, also der Energiesektor, der größte Produzent von den Treibhausgasen. Dann haben wir die Landwirtschaft und dann haben wir eben Transport, Land Use und Forestry. Das sind dann die anderen Themen. Ziel muss sein, eigentlich holistisch nachhaltig gemanagte Tierhaltung zu haben, denn die ist nicht nur kohlenstoffnegativ, sondern die sind sogar, also das ist nicht nur kohlenstoffneutral, sondern ist sogar kohlenstoffnegativ. Das heißt, durch die Beweidung entsteht so ein gutes Grasland, das wiederum sogar mehr Kohlenstoff bindet, als durch die ganze Produktion entsteht. Und da könnten unterm Strich 7 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar pro Jahr gebunden werden, also entfernt werden aus der Atmosphäre. Und das ist bisher so eine der einzigen Möglichkeiten, das überhaupt zu machen. Das heißt, das muss unser Ziel sein, alle
Flächen, die jetzt für den Anbau von Getreide verwendet werden, für die Tierhaltung, die gehörten umgewandelt in Weideflächen. Und da muss natürlich auch ein Umdenken stattfinden, dass man einfach auch wieder das ganze Tier verwendet, ein Nose-to-Tail. Man muss nicht nur das Steak oder den Lungenbraten und das Filet eben nutzen, sondern man kann das ganze Tier nutzen. Und dann ist es halt auch einfach, je größer ein Tier, umso besser. Weil ich dann aus einem, ich habe dann quasi pro Tod, pro Seele, die sozusagen gehen muss für uns, aber habe ich ja viel, viel mehr Output. Das heißt, je größer ein Tier ist, umso besser. Ja. Und das ist sicherlich dann nicht nachhaltig, Hühnerfleisch zu essen. Ja, das waren meine Gedanken zur Game Changer Doku. Wie gesagt, ich finde es gut, weil es natürlich auch Bewusstsein schafft, aufrüttelt und sicherlich vieles ist, was hinterfragt werden muss und vor allem was die Tierhaltung betrifft. Und wir müssen nachhaltiger und vorsichtiger mit unseren Ressourcen umgehen. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass vegan oder dass alle, wenn wir alle vegan werden, dass das nicht die Rettung der Welt bedeutet, weil unterm Strich hier noch so viel mehr stattfindet, wie wir gesehen haben, dass es eben nicht damit getan ist, einfach nur mehr Pflanzen zu essen, sondern einfach um uns als Menschen gesund zu halten und um uns die Erde gesund zu halten, brauchen wir eine nachhaltige Beweidung. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal, teile auch gerne dieses Video oder hinterlass einen Kommentar.